Grippe erkennen und was du dagegen tun kannst. Starke Temperaturwechsel, gerade von geheizten Räumen zu nasskalten Temperaturen draußen, sind ideale Erkrankungsauslöser, da dadurch unser Immunsystem und damit unsere Abwehrkräfte extremst geschwächt werden. Nicht nur ein leichtes Spiel für die einfachen Erkältungsviren, aber leider auch für die wesentlich schlimmeren Influenzaviren, die Ursache für eine echte Grippe sind. Das Abwehrsystem ist geschwächt und der Körper hat kaum eine Chance, sich gegen die Viren zu wehren, die durch Tröpfcheninfektionen von Mensch zu Mensch übertragen werden. Egal ob durch das Husten des Arbeitskollegen oder mit Viren überzogene Gegenstände im Alltag wie Türklinken oder Haltestangen in Bus und Bahn. Entkommen kann man nur schwer. Eine echte Grippe unterscheidet sich stark von einer normalen Erkältung, denn zum Beispiel gehört meist kein Schnupfen dazu und wir haben das Gefühl, dass es uns schlagartig richtig schlecht geht. Und auch die Inkubationszeit beträgt hier gerade mal 1 bis 3 Tage. Einhergehende Beschwerden sind unter anderem Fieber, Halsschmerzen mit Husten, aber auch extreme Glieder- und Kopfschmerzen und das nun wirklich nicht zu knapp. Im Großen und Ganzen fühlt man sich einfach elendig und schwach. Wenn es besonders schlimm wird, gehen wir natürlich zum Arzt. Aber richtige, wirksame Medikamente gibt es nicht. Der Arzt wird dir ein Mittel gegen das Fieber verschreiben und Schmerzmittel, die die Symptome lindern. Oder auch ein Medikament, das sich die Viren nicht weiter ausbreiten können. Eine Einnahme von Antibiotika ist hier völlig unsinnig, da diese nur gegen Bakterien, aber nicht gegen Viren wirken. Auch wenn die Medikamente für eine Linderung sorgen, sind sie natürlich auch nicht wirklich gesund, da viele mit Nebenwirkungen verbunden sind. Das Schlimme ist auch, dass eine echte Grippe dich sehr lange außer Gefecht setzen kann. Das kann schon mal 1-2 Wochen dauern, bis du wieder fit bist. Deshalb ist es ratsam, sich vorab gut zu schützen, um es gar nicht erst so weit kommen zu lassen. Ein wichtiger Verbündeter, sich gegen Grippe zu schützen, ist eine starke Abwehr. Hierfür sind gerade ausreichend Zink und auch Vitamin C wichtig. Auch wenn eine Erkrankung sich bereits ankündigt, kann Vitamin C helfen, gegen die Viren anzuarbeiten. Hierfür sollte eine hohe Dosis von diesem Vitamin eingesetzt werden, denn Vitamin C steigert die Antikörperproduktion. Hohe Dosen von 1000 bis 2000 Milligramm können durch natürliche Vitamin-C-Präparate aus der Apotheke dein Immunsystem unterstützen. Das Problem ist, dass Vitamin C nicht gespeichert wird und im Krankheitsfall erhöht zugeführt werden kann und sollte. Zink wiederum wirkt stark entzündungshemmend und ist an vielen Immunvorgängen unabdingbar, um die Immunabwehr zu stärken. Aber nicht nur im Notfall, sondern auch vorbeugend, um gar nicht erst krank zu werden, sollten diese beiden Wirkstoffe nicht nur in der Grippezeit zu sich genommen werden. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt eine tägliche Einnahme von 95 bis 110 Milligramm Vitamin C und mindestens 7 bis 10 Milligramm Zink, um den Bedarf zu decken. Hat es dich dennoch erwischt, achte darauf, deinen Körper zu entlasten. Überanstrengung ist keine gute Idee und wird die Krankheit verschlimmern und unnötig verlängern. Deshalb, bei Fieber ist strikte Bettruhe wichtig. Trinke am besten 2 bis 3 Liter Wasser oder Tee. Ideal sind hier schweißtreibende Grippetees aus Holunder oder Lindenblüten. Lüfte dein Zimmer regelmäßig, das sorgt für frische Luft und Sauerstoff. Ernähre dich leicht mit viel Obst und Gemüse. Eine frische Suppe kann Wunder bewirken und gibt Kraft. Kaffee, die Zigarette und natürlich auch Alkohol sollten tabu sein. Auch wenn du dich bereits besser fühlst, solltest du erstmal auf Sport verzichten. Eine Grippe zu verschleppen kann sehr gefährliche Folgen haben, deshalb gönne dir ausreichend Ruhe und Zeit, diese vollständig auszukurieren. Bitte bleib gesund!